Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, euer Illyria, und neben mir dem Lucky Spero. Hi und herzlich willkommen auch von mir. Wir stehen mitten in unserem, Hauptbahnhof. Bis jetzt ist eine Ansammlung von drei Gleisen, aber es ist was entstanden und der liebe Illyria hat hier schon ein bisschen was gebaut. Sieht so auf jeden Fall gut aus. Beim letzten Mal haben wir ja besprochen, wie das Ganze hier funktioniert. Oder funktionieren soll. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß ungefähr, was er meint. Aber wir müssen es dann uns am Ende mal anschauen, wie es dann wirklich, wie die Züge reinfahren, wie es genau funktioniert. Ja, das heißt, irgendwas unklar ist, liebe Zuschauer. Oh, habe ich jetzt ins Wort geredet? Entschuldige. Nö, auch nicht schlimm. Das heißt, du bastelst mal daran weiter und ich mach mal wieder hier die Handwerkertätigkeiten und renn mal da runter und reparieren ein paar Mauern. Mach das. Ich muss sowieso gerade gucken. Ich befürchte, ich habe die Gleise zu nah beieinander gebaut. Nee, doch nicht. Passt. Es muss immer genau ein Strommast perfekt dazwischen passen, dann ist es das perfekte Maß. Okay. Dann, wo sind die kaputten Mauern? Hier sind sie irgendwo. Ah. Jetzt? So, drüben waren noch. Setz sie auch gleich mal unter Strom. Dass die Strommasten. Ach du Schande. Seht ihr das, liebe Zuschauer? Da hat da jemand von uns beiden sehr intelligent gebaut. Was? Ja, genau, ein einziger Raster fehlt, dass es passen würde. Was die Stromverbindung angeht. Was? Was passt denn nicht? Ich hatte hier gerade oben verbinden wollen, Strom. Aber genau ein Feld hat es nicht gepasst. Da konnte ich aussuchen, verbinde ich oben oder verbinde ich unten. Ach so, ja gut, zur Not. Strommasten haben wir doch genug, dann setzt da einen mehr. Ja klar, ist ja nicht das Problem. Ich dachte schon, die passen nicht dazwischen oder so. Nein, das passt. Gut. Oh, zack. So. Mache ich schon mal 4 Haltestellen, weil nach Süden kann man ja weiter expandieren, das ist ja nicht das Problem. Das ist jederzeit nachträglich bewerkstellbar. So, wir machen mal 6 Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 6, 3 und der 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Das sind 24 Stück pro Reihe. Meine Güte. Wow, das war knapp. Was denn? Hast du dich vom Zug überfahren lassen? Nö, der Zug fährt das zum Glück noch nicht. Ich meine, ich hatte in einer damaligen Welt, ich weiß nicht, wie ich das schon erzählt habe, ich hatte in einer damaligen Welt gerade quasi am offenen Herzen operiert. Ich habe ein neues zusätzliches Gleissystem gebaut, eine weitere Strecke. Hatte sich eigentlich noch nicht eröffnet und da kommt auch tatsächlich mein Ölzug angerauscht, der eigentlich da gar nicht herfahren sollte und überfährt mich. Da hat er den Spitznamen von mir weggekriegt, Arschlochzug. Tja. So kann's gehen. Ja, dumm gelaufen. Ich habe gedacht, der Zug fährt dann nicht her. Weil er sein fertiges Gleissystem hatte. Aber der Sack hat es getan. War jetzt hier ein bisschen Licht und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Solarzellen sich am neuen Tag machen. Ja. Jetzt schon bei 4,4 Megawatt. Gut. Ja. Ich würde es ja ganz cool finden, wenn die Solarzellen unsere normale Stromproduktion tagsüber überholen. Tun sie aber noch nicht. Wir sind jetzt bei 6,7 zu 5,5. Ja, das tun sie später. Ja, warte mal. Das könnten sie 5,7 zu 6,6. Das ist aber knapp. Also ist ungefähr Hälfte jetzt tagsüber. Ja. Aber wir haben auch schon 96 Solarpaneele. Aus Symmetriegründen müsste ich das obere Signal lassen. Aber ansonsten ist das Signal theoretisch nicht nötig. Aber ist egal. Das funktioniert trotzdem. So, setzen wir noch eine Haltestelle. Gesundheit. Hat man es noch gehört? Ich dachte, ich habe das Mikro kurz gemutet. Nein, das war laut. Ach so, nein, du hast es nur gehört, weil du im Discord hängst.
Ach so, ja, das kann sein. Alles klar. Für die Zuschauer habe ich es kurz gemutet. Die fragen sich jetzt, was ist denn passiert? So, was ist denn hier oben? Meine Güte, wann haben wir viel Stahl? Ich überlege gerade, sollte ich vielleicht noch so einen kleinen Abzweiggleis setzen, so für Personalzüge? Ja, ne? Aber das kann man nachher machen. Sobald der erste Zug rollt, mache ich Personalgleise. Okay, ich sehe gerade, hier ist das Eisenerzfeld im Weg. Dann müssen wir erstmal eine Schleife machen. Das muss später wieder umgebaut werden. Sobald das Eisenerzfeld weg ist. Das gefällt mir hier auch nicht. Ja, hast das nicht gebaut. Was denn? Nö, lass mich mal machen. Ich krieg das schon hin. Trotzdem würde mich interessieren, was du jetzt eigentlich meinst. Was dir an meiner Arbeit nicht gefällt. Die Versorgung für... Ich entschuldige für die Störungen gerade. Da hat wohl jemand nicht mitbekommen, dass ich in Aufnahme bin. Ja. Ich hoffe, der macht das nicht noch einmal, sonst muss ich mein Smartphone muten. So, zurück zu dir. Was hast du da gemacht? Was gefiel dir nicht? Ich bin hier gerade bei der Verteilung der Eisenteile, aber das ist zu wenig. So, das ist zu wenig für den hier oben. Ich wollte da. Moment, den Verteiler, den du gerade gesetzt hast, den setzt du am besten links hin. Dann braucht man weniger Knoten. Nee, warte mal. Ich bin gerade noch beim Umbauen hier. Denn. Lass mich mal einfach umbauen. Du hast deinen Hauptbahnhof, ich bastel hier rum. Okay. Ich krieg das schon. Bin ich mal gespannt. Naja, also Ziel des Ganzen ist, am Ende kommt nicht genügend bei der Stahlproduktion an, von dem Eisen. Ja, das wollte ich später noch ein bisschen aufbohren. Und zwar, dass ich zwei Fließbänder daran anschließe. Genau. Um den Druck zu erhöhen. Genau, alles gut. Ich kann ja auch was tun mal. Ja klar, kein Problem. Muss ich nur, oh Gott. Ich hab immer vergessen, wo wir die ganzen Sachen zwischenlagern. Hier, da ist Kupfer. Ist Holz im Weg? Damit. Hier irgendwo war Eisen. Und dann brauchen wir noch ein paar Schaltkreise. Die sind oben, die kenne ich mittlerweile. Ja, muss ich den Zug tatsächlich erstmal Schleife fahren lassen. Wie blöde, da ist ja gerade mal der Strommast blöd im Weg, glaube ich. Gucken. Ja, der Strom. Oh. Setze ich das jetzt ein kleines Stückchen weiter nach rechts? Wird er sowieso später nochmal umgebaut? Ja, ich würde sagen, lasse ich die Züge so fahren. Geben wir die Gleise aus, ernsthaft? Tatsache. Onkel Benz, ich brauche mehr Gleise, bring mal welche. Damit meine ich nicht dich, Lucky. Okay. Oh. Nur mal gucken. Jetzt ist hier der Strommast im Weg. Jetzt muss ich den umpflastern. Geht nicht anders. Ich hole sowieso ein paar Gleise mehr, weil ich jetzt nämlich runterbauen werde zum Ölfeld. Stimmt, wir brauchen später noch einen Wartungszug, der die Auspost mit Materialien versorgt. Aber das ist alles Zukunftsmusik, liebe Zuschauer. Ah, ich sehe gerade, die Forschung ist fertig. Erinnerst du das letzte Mal? Wir vergessen immer wieder die Forschung anzuwerfen, ne? Ja. Guck mal nach, was wir nehmen können. Schrotpatronen brauchen wir erstmal nicht, weil wir machen ja nichts mit Schrotflinten. Entzündliche Stoffe ist wichtig. Oh, was hältst du vom Flammenwerfer? Flammenwerfer? Ja. Ja, können wir machen. Also ich mag die Aliens immer gut durch. So, mal gucken. So, wir ein paar. Mauern brauche ich auch gleich noch. Wieso habe ich so viel Holz in der Tasche? Von der Müllkiste. So viele Blaupausen. Ich packe mal ein paar Blaupausen in die Kiste. Wenn du welche brauchst, bedient dich, da sind leere Blaupausen drin. Eisenkiste stört eigentlich nie, die kann ich rausnehmen. Oh, brauche ich gerade auch nicht, aber die lasse ich mal in der Tasche.
Die einfachen Schmelzöfen schmeiße ich auch mal in die Truhe rein, weil die kann man ja hochcraften zu einem Heizkessel für die Kraftwerke. Gut. Hier schon ein paar Mauern mit. Vorbereitend für den zukünftigen Ölbahnhof. Beziehungsweise für die Ölaußenstelle. So, das geht auch weiter jetzt. Ach komm, Zug, ich gebe dir schon mal ein bisschen Kohle. Dann hörst du auf, so vor dich herzublinken. Ich habe mich geahnt gerade. Noch ein. Na gut. Kein Problem. Ein bisschen komisch. Von meiner Warte aus sieht das doch irgendwie komisch eng aus mit den Gleisen, die ich hier gebaut habe. Bin mir nicht sicher, das sieht irgendwie... Ich weiß nicht, doch Dreier? Probier das mal aus. Ja, ich glaube, das... ja, das war's. Das waren Dreier. Ja, ich darf das hier nochmal halb umbauen. Ich habe das zu eng gebaut. Okay. So, das haben wir auch wieder angeschlossen. Jetzt ist das Signal im Weg. Das habe ich mir aber auch schon gedacht, dass das passiert. Ja, das hier doch auch nicht. Was mache ich denn hier? So, da bin ich ein klarer Perfektionist. Nein, das ist doch jetzt richtig, genau. Das eine dazwischen, genau. So, das passt. Sich besser neu. So, der kann jetzt dahin. Genau, das ist ein Block. Ne, da muss auch noch einer. Genau. Komm, lassen wir's. Oh, okay. Alles klar, jetzt sollte es doch passen hier. Hoho, ganz knapp mit dem Strommasten. Zack. Wunderbar. Das ist ein Block, das ist ein Block, ein Block. Gib mir nur noch was. Da kommt einer hin. Und da kommt einer. Jetzt passt's. Kommen Sie die farbliche Kodierung nochmal angucken. Das ist ein Block, das steht für sich, das steht für sich und das ist ein Block, genau. Die Strommasten besser platzieren. So. Da lang. Hier noch ein Stück optimieren und fertig ist es. Ich habe auch noch ein bisschen optimiert, dass das ein bisschen besser aussieht. So, die gehen hier auf die beiden Außen. Hier sortiert er noch ein bisschen was aus. Okay. Wunderbar. Jetzt noch die Gleise. Zack, angeschlossen.
Hier müssen wir den umlegen. Nehme ich weg. Ah, wir setzen hier einen hin. Zack. Ja, das ist sowieso nur temporär. Hier darf das ruhig ein bisschen anders aussehen. Ups. Hoppala, hoppala, stopp, 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 stopp. Jawohl, hier passt's. Ah, okay, hier ist eigentlich das Teil. Ein Angriff rein, der, okay. Das sind schon, da kommen schon einige Spucke auf uns zu. Okay. Da ist ein Turm bespuckt worden. Also der Mami-Alien hat dem Alien wohl keine Manieren beigebracht. Man spuckt doch nicht. So, okay, jetzt sollten ja hier... Warum? Ja, okay, auf jeden Fall reicht es aus, damit hier der Stahl bis zum Ende, beziehungsweise das Eisen bis zum Ende der Stahlproduktion führt. Ja, wunderbar. Genau. Ich würde sagen, nach außen hin vielleicht nur eingleisig nehmen. Ja, ich würde sagen, nach außen hin nehmen wir erstmal nur eingleisig weiter. Kapazitätsbonus. Stoffe, Bauroboter. Was war denn ja, hier? Beton. Gleichermaßen eine schöne Beleuchtungslinie. Machen wir mal das. So. Gut, dann laufe ich doch mal zu dir rüber. Hast du schon mit Schaltungsnetzen gearbeitet? Überhaupt nicht. Kann ich dir gerne ein bisschen was zeigen? Aber macht das jetzt Sinn oder sollten wir das machen, wenn es soweit ist? Ja, wenn es soweit ist. Hey, jetzt sofort noch nicht. Eben. Ich laufe mal, wo. Gott, wo. Was hast du denn hier alles gebaut? Meine Güte. So, laufen, laufen, laufen. Ja, so wie die Gleise verlegt sind, das ist temporär. Wenn das Eisenfeld weg ist, gehen die Schienen straight nach unten. Ja, ja, das macht Sinn. Wieso ist denn jetzt hier unten unter den Gleisen noch Platz eigentlich, unter den dreien? Also südlich von denen? Moment. Weil da später mehr hinkommen? Also da hier kommt später mehr hin. Okay, alles klar. Also wir haben quasi mehr Platz gelassen. Okay. Hier kommt auch später, da wo das Eisenerzfeld ist, habe ich gedacht, da machen wir später einen Kreisverkehr. Okay. Dann können die Züge von allen Richtungen kommen. Gut, verstehe. Das heißt auch hier unten... Gott, wo ist denn das? Hier unten stelle ich erstmal auf eingleisig um. Weil für den Ölzug reicht erstmal eingleisig. Das kann man später auf zwei Gleise umbauen. Okay, aber wird der draußen eingleisig? Draußen mache ich ihn eingleisig. Okay. Aber ich steuere mit den Signalen hier, dass die Züge nur hier warten. Okay. Das heißt, es besteht keine Gefahr für die Züge. Da brauchst du gerade Tore? Ach, ja. Habe ich gerade Tore gebaut. Oh. Ja, ist ja nicht schlimm. Tore braucht man immer. Das mag sein. So, siehst du? Eingleisig. Die Richtung, wo die Signale stehen, sagt den Zügen, wo sie welche Richtung fahren dürfen. Da hier nur rechts ein Signal ist und hier nur links ein Signal ist, wissen die Züge, die dürfen hier nur von oben kommen und hier dürfen sie nur von unten kommen. Genau, sieht man ja, wenn man drauf geht, dann sieht man nämlich, wo der Zug steht. Meine blöde Frage, wenn ich hier auf das rechte Signal gehe, dann steht der Zug ja noch in der Weiche. Ist das nicht... Nein, nein, das hier ist ja nur ein normales Signal. Das gibt quasi die. Das hier rechts oben, das hier ist ja nur ein normales Signal. Ja. Das Signal gibt den nachfolgenden Verkehr von hier unten frei. Ja, ja, warte mal. Wenn ich hier rechts an dem Signal stehe, ja, dann steht der Zug ja noch hier unten, der steht hier quasi. Da. Dann kann hier also keiner, wenn hier einer reinfahren will, kann der andere nicht rausfahren. Das passiert nur, wenn die Gleise nach Norden hin so verstopft sind, dass die Züge sich schon in Reihe und Glied. Okay. Aber man könnte quasi die Weiche auch quasi hier hinsetzen. Dann steht der Zug dem anderen nicht im Weg. Weißt du, was ich meine?
Wir können auch was anderes machen. Das habe ich auf meiner Singleplayer-Karte gebaut. Und zwar, wir machen eine Wartebucht. Eine mit Geschützturm und ummauerte Wartebucht. Okay. Ja, aber das ist ja gar nicht notwendig. Ich dachte jetzt nur, wenn der quasi hier draufsteht, wenn ich auf das Signal gehe, dann steht er ja dem anderen, der rausfahren will, im Weg. Und deswegen hätte ich gedacht, macht man es hier ein bisschen länger. Nö, eigentlich nicht, weil ich setze hier weiter nördlich noch ein paar Signale. Achso, okay. Ich mache hier Blöcke. Ich mache aus diesem Gleisstreng mache ich hier Blöcke. Kannst du gleich sehen, zeige ich dir sofort. Ich setze mal noch weitere Signale und dann halt mal ein Signal an den Gleisen. Dann siehst du die farbliche Markierung, wo die Signalblöcke sind. Jetzt halt mal drauf. Warte kurz, ich muss hier... Wo muss ich draufhalten? Nimmst ein Signal in der Hand und hältst es an die Gleise. Dann siehst du an den farblichen Markierungen die sogenannten Signalblöcke. Achso, ja, nee, das ist klar. Okay, farbliche Markierung, Signal... Was mache ich? Aber ich kann es ja nicht in die Hand nehmen, ich kann nur draufklicken. Nein, du sollst eins bauen und in die Hand nehmen. Moment. Ich baue ein Signal. Ein Signal ist hier Zugsignal, ne? Ja. Genau. Kannst so. Ein Blocksignal nehmen oder ein Blöcke. Okay. Und jetzt sehe ich die Blöcke. Hier oben ist rot, darunter ist gelb. Richtig. Und darunter ist nochmal rot. Genau. Das sind die unterschiedlichen Segmente. Okay, also ich habe... Und da ist noch ein blaues Segment. Okay. Richtig. Das heißt, die Segmente können nur von einem Zug jeweils befahren werden. Richtig. Okay. Es kann nur ein Zug in einem Segment stehen. Ja, du, ich habe Train Fever gespielt. Alles gut. Ja, ich habe ja auch Transport Fever. Daher kenne ich das auch daher. Aber meine ersten Kenntnisse bezüglich Zugsignale habe ich tatsächlich hier in Factorio gelernt. Okay. So, ich muss mal hier kurz die... Zack. Kriegt unser Hauptbahnhof auch Gleise. Richtig, jetzt mache ich mal unten weiter im Süden. Baue ich jetzt erstmal das Gleissignal zur der ersten Ölförderstelle hin. Aber ich sehe direkt darunter befindet sich auch schon ein Nest. Ach komm, das passt noch. Da baue ich eine Mauer drum, kommen Geschütztürme ran. Wenn die Viecher sich angeödet fühlen durch die Ölförderung von uns, dann sollen sie eben auf uns zurennen. Darum kümmern sich unsere Geschütztürme. Genau. Irgendwas wollte ich noch produzieren. Das hier. Gut, dann muss ich hier nochmal nach oben rennen. Meine Güte. Ich brauche Stahl und ich brauche Schaltkreise. Also rennen wir da mal hoch. Auf Deutsch, wir brauchen von allen mehr. Ja. Doch irgendwo ein Förderband, oder? Da kann ich mich doch draufstellen. Ja, wunderbar. Zack, zack. Geht das gleich. Da schon, hier sind auch schon wieder Viecher im Angriff. Ja. Hier werde ich tatsächlich ein Personalgleis machen, weil es ist schneller, wenn man mit einem Zug zu einem Ort hinfährt, wo jetzt zum Beispiel gerade böse Angriffe sind, als wenn man da jedes Mal erstmal zu Fuß runterlaufen muss. Okay. Muss nur gucken, wo ich eine Personalhaltestelle hinsetze. Wahrscheinlich setze ich die östlich von den Strang. Ich habe das so geplant, jeder kriegt seine eigene Personalhaltestelle, weil du kannst ja theoretisch beim Bauen im Moment woanders sein als ich und dann brauchen wir ja die Züge. Verstehst du? Mhm. Okay, verstehe. Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte ja Stahl und Schaltkreise. Ich habe schon wieder vergessen auf dem Weg. Sehr gut. Oh, schlimm. So, machen wir die Haltestelle. Ja, 1, 2, 3, 4. Ach, passt. Wunderbar. So, und Stahl habe ich gesagt. Stahl hier irgendwo rum. Okay, der hat es sich gerade falsch angesprochen gefühlt. Ich schreibe hier rein und er macht Blödsinn. Was muss ich nochmal klicken, damit ich mehrere von irgendwas baue im Handinventar? Steuerung, Shift, wie war das? Was war 10? Wieso macht er das hier? Nochmal die Frage. Was muss ich drücken, damit ich 10 Stück baue im Handinventar? 5 Stück. Oder 5? Rechtsklick. Rechtsklick. Ah. Shift-Klick alles. Okay, alles klar, alles normale klar. Normale Klick 1. Ah, Rechtsklick war's. Okay, 1, 2, 3, 4. Ja, perfekt. Ah,
Machen wir das mal in schwarz, weil zu Öl passt schwarz. Machst du gerade, gibst du unserem Zug eine Farbe oder was? Die Haltestellen kannst du Farbe geben und den Zügen selber. Ah ja. So, Bauroboter sind fertig geforscht. Na, dann mache ich hier mal einfach das nächste an. Zack, ist ja egal. Ja, geht schnell. Aber hey, wir können tatsächlich schon Drohnen bauen, wenn wir denn rote Schaltkreise hätten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Was von den Teilen? 1, 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Noch so setzen. Noch nicht. So, was kann man hier? Gut. Das wird dann eine Personalhaltestelle. Wieso öffnet sich immer wieder Discord, wenn ich bei Factorio Ö eingebe? Vielleicht hast du das als Shortcut gelegt. Ich glaube, das ist von Discord vorgelegt. Das muss ich umprogrammieren. Also bei mir öffnet sich irgendwas. So eine Art Log vom Spiel. Du hast doch bei Factorio doch diese eine Anzeige, diese Discord-Anzeige. Wenn jemand spricht. Nee, habe ich nicht. Ich schalte die aus. Ihr habt das bei mir eingeschaltet. Oben links in der Ecke so. Ja. Vielleicht kommt es genau daher. Ich weiß es nicht. Ist aber anscheinend ein Shortcut. Kannst du in Discord ja frei definieren. Ja. Das muss ich auf jeden Fall umprogrammieren. So. Programmier das. Ölförderstelle Süd, Personal, Ölförderstelle Süd, Öl. Bist du denn da unten bist? Ah ja, da hast du schon ein paar Bäume gefällt, ja? Sehe ich. Genau. Oh, und da unten ist gleich ein Nest, ja? Jep. Eieieiei. Ich habe hier ein paar Mauern, dass ich das schon mal vorzeichnen kann. So, dann machen wir so, dass die Züge nur fahren, wenn frei. Oh! Haut ab! Warte, ich komm mal zu dir runter. Ich hab keine Snickers in der Tasche, haut ab! Ey, kommen die mich angegriffen, als wenn ich einen Snickers in der Tasche hätte oder einen Schinken am Hintern kleben? Tja. Guckt mal, wenn ich hier unten gerade vorbeilaufe, hier sind noch ganz viele Mauern zu reparieren. Können wir gleich machen. Zack. So, das passt. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, der Zug ist auch 4 Waggons lang. Das passt. Ölfelder bis da. Ja, das passt. Hast du zufälligerweise noch ein paar Mauern dabei? Es kann sein, dass meine Mauern gar nicht reichen. Echt wenig irgendwie. Ja doch, ne, ein paar habe ich noch. Ja, dann passt das. So, ja, du kannst ja erstmal den Kreis ziehen. Ich habe hier noch, wo sind denn die komischen Teile? Hier unten da irgendwo, okay. Machen jetzt hier erstmal 1, 2. So. Sicherheit geht vor. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die Ölförderstelle entsteht, liebe Zuschauer. Ich muss jetzt erstmal so. Ich habe hier einfach erstmal zwei Türmchen hingesetzt, damit wir irgendeine Verteidigung haben. Ja, gute Idee. Genau, reichen deine Mauern? Nein, die haben genau da unten geendet. Okay, alles klar, ich ziehe weiter. Ein paar habe ich noch. Warte mal, ich kann von hier aus den Zug steuern. Bleiben wir mal hier unten. Ich hole mal den Zug. Hol mal den Zug. Ja, so. Hauptbahnhof, ach, du hast die auch schon benannt, die Gleise, okay. Hauptbahnhof Gleis 1, Gleis 1 ist wahrscheinlich oben, richtig? Gleis 1 ist das oberste. Gut, holen wir schon mal ein Öl. Nee, warte mal, für Öl, ich würde sagen, nehmen wir als Personalzug, verdammt.
Ist doch so, egal. Holen einfach her. Wir sind eh ein bisschen schon am Ende der Folge. Ja. Ich wollte jetzt zumindest den Leuten zeigen, dass auch das die Ölförderstelle entsteht. Eben. Und der Zug kommt. Gut, ich schau mal. Laufe ihm entgegen. Hallo Zug. Ah, da ist er. Tschu. Cool. Oh. No. Ah, ich sehe gerade, Strom ist doch gar nicht doch, ist verlegt. Jetzt habe ich gerade Strom gelegt, genau. Also, liebe Zuschauer, ihr seht, die Folge ist auch leider schon wieder rum. Ihr seht, wir sind dabei, endlich das die Ölförderanlage anzuschließen. Der Zug rollt schon, auch wenn ich es den jetzt zum Personalzug gemacht habe, weil ich hier statt Tankwaggons, Güterwaggons angeschlossen habe. Aber ihr seht, es wird was. Der erste Zug rollt. Und ich würde sagen, zum Abschluss steigen wir den Zug ein und fahren damit zur Basis hoch. Ist voll besetzt. Warte, ich muss hinten einsteigen. Ja, hinten oder in den Waggon kannst du sogar rein. Ah, nee, ich will hinten in die Lok. Cool. So, okay. Gib mal Gas. So. Ja, wir geben Gas. Oh. Meine Güte. Und wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Wird es Gleis 1, 2, 3 oder 4? Tada! Tor 1. In Tor 3 ist der Zonk. Da sind wir. Ey, genau. Coole Sache. Wir sind Zug gefahren. Und damit verabschieden wir uns auch aus der heutigen Folge. Wir werden eine kleine Weihnachtspause, Winterpause, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, Weihnachtspause trifft es eher, einlegen. Das heißt, wir sehen uns dann im Januar wieder. Und wünschen natürlich euch, wahrscheinlich in den Channels einzeln nochmal, aber hier einfach mal zusammen, eine frohe, besinnliche Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und zumindest mit Factorio sehen wir uns dann im neuen Jahr in 2019 wieder. Genau dem schließe ich mich an. Das gilt natürlich logischerweise ebenfalls auch für meinen Kanal, weil wir nur im Doppelpack arbeiten, nur im Doppelpack spielen. Deswegen, ich hoffe, ihr werdet schöne Weihnachten haben, auch wenn ich euch extra in meinen Videos nochmal zusätzlich zu Weihnachten schöne Weihnachten wünschen werde, wie auch immer. Aber da, wie gesagt, wir beide nur zusammen Factorio spielen, wünschen uns auf jeden Fall in Gemeinsamkeit schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Neujahr. Das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, Leute. Ciao, macht's gut.